So, hallo Rügen. Hallo. Ich grüße euch. Ich will jetzt bloß noch ganz kurz was sagen. Und zwar, ja, Dries, mach doch mal hier, das fällt um. Ja, danke. So, also nochmal, hallo Rügen. Ich weiß, dass ihr müde seid und euch fragt, was machen wir hier? Die Menschen es wollen es einfach nicht begreifen. Es geht uns genauso, auch wir sind müde. Doch gerade jetzt dürfen wir nicht aufgeben. Es geht um alles. Es geht um unsere Freiheit. Freiheit, für die unsere Ahnen ihr Leben auf den Schlachtfeldern dieser Welt gelassen haben, damit wir selbstbestimmt leben können. Sie wären bestimmt nicht damit einverstanden, dass wir diese unter Blut gegebene Freiheit aufgeben. Fragt eure Kinder, fragt die Jugendlichen, ob sie damit leben können, wenn der Staat ihnen vorschreibt, sich ständig impfen zu lassen, siehe Lauterbach. Sie nur mit einem Impfpass am Leben teilnehmen können, siehe EU. Sie die digitale Kontrolle wollen und wenn sie schön brav sind, bekommen sie Punkte, siehe China, Australien. Fragt, ob sie wollen, dass man ihnen das Auto, Haus, Motorrad, Boot und so weiter wegnehmen kann. Sie werden sagen, nein. Doch werden wir sagen, genau das wird kommen. Stehen wir endlich auf für unsere Freiheit, für das Leben unserer Kinder und unserer Nachkommen, für unser Leben ohne Spaltung, für die Liebe. Danke.